Hallo liebe Kopterfreunde und Unique-Fans und willkommen auf meinem Kanal. Ja, ihr seht schon, da ist sie wieder, die ST16. Ich hatte ja gesagt, da gibt es einiges, was ich euch da zeigen möchte. Und vielleicht hier noch eine Micro-SD-Karte. Ja, was machen wir mit der Micro-SD-Karte und der ST16? Genau, da rein. Und was wir da alles machen können, das zeige ich euch in der Nahaufnahme. Ja, noch ein kleiner Zusatz zur Micro-SD-Karte, die ja in die ST16 und in die SIGIO3 eingeschoben werden kann. Das Video machen wir ja gerade, wisst ihr ja. Die Micro-SD-Karte, es ist eigentlich egal, ob das eine XC oder eine HC ist. Und es ist auch egal, welche Größe. Das kann 16, 32, 64 GB sein. Wichtig ist einfach nur, dass die auf FAT32 formatiert ist, damit sie in der SIGIO 3 Plus und in der Funkfernsteuerung hier gelesen werden kann. Das heißt, wenn die nicht in FAT32 formatiert ist, kann die von der Funkfernsteuerung nicht entsprechend erkannt werden und die Daten könnte ich daraus nicht gleich lesen. Ein kleiner Tipp: einfach am Computer auf FAT32 formatieren. Wer vielleicht nicht weiß, wie es geht oder ein Programm dafür braucht, der kann ja gerne einen Kommentar drunter schreiben. Dann schreibe ich das nochmal zu oder guckt in der Beschreibung. Und jetzt mache ich mal eben noch schnell ein Bildchen. Einmal hier. Das ist wie gesagt jetzt eine Karte drin in FAT32 und natürlich hier nochmal ein kleines Video. Ihr seht das. Muss ich kurz drauf drücken, sonst funktioniert es nicht. Ich lasse das jetzt mal 5 Sekunden laufen hier. 1, 2, 3, 4, 5, zack. So, und jetzt werde ich ganz einfach Kopter ausschalten. Dann nehme ich mir die SD-Karte hier raus. Zack. Jetzt schiebe ich die in die ST16 ein. Gehe dann auf die Pad-Oberfläche, das kennt ihr ja alles schon. Zack. So, jetzt klicke ich die ein. So, SD-Karte ist jetzt eingeschoben. Ein kurzer Ranzoomer und ihr seht, hier ist nichts. Also wer das jetzt vielleicht schon mal mitbekommen hat, wer eine Karte hat, die nicht gelesen werden kann, das wird hier oben vermerkt. Da steht dann sowas wie Karte nicht lesbar, muss formatiert werden oder ist leer. Aber da ich ja jetzt natürlich eine Karte habe, die funktioniert, das kann ich euch jetzt auch zeigen, geht man einfach in den File Manager und dann kann man hier unten sehen, dass wir hier zwei Streifen, zwei Balken haben. Dann haben wir einmal den internen Speicher, das wäre das hier, das wären die 4 GB. Und dann habe ich eine externe SD-Karte. Na, da sind wir wieder rausgegangen hier. Kurze Berührung, das kann schon mal passieren. Da sehen wir hier externe SD-Karte mit einer Totalkapazität von knapp 60 GB. Das wird halt so immer ein bisschen rumgerechnet. Jetzt will ich aber natürlich auch schauen, ob ich die Bilder hier entsprechend direkt anschauen kann. Da gehe ich dafür einfach auf die Galerie und wir sehen jetzt hier einmal diese Icons, die bereits eingepflegt sind. Und das hier oben ist, wie gesagt, meine Media-Dateien, die ich jetzt gerade geschossen habe. Da haben wir hier zum einen das Foto, das ich geschossen habe von der rückwärtigen Seite der Funke. Und natürlich hier die 5 Sekunden, das Video, das können wir uns auch anschauen, aber das sehen wir nicht. So ein bisschen Grisel, weil es halt etwas dunkel hier ist. Das ist ja genau das, was wir wollen, dass wir die Daten aus der SIGIO 3 Plus direkt in der SD16 anschauen können. Ja, ihr seht hier den Micro-SD-Einschub und ich habe ja gerade die Karte aus der SIGIO 3 entfernt. Die stecke ich jetzt einfach hier unten in den Micro-SD-Slot, klickt die ein, das kennt ihr ja schon. Und schon bin ich mit der Micro-SD-Karte im System. Und wenn ich jetzt das Ganze ein kleines bisschen ranzoome, habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, mir über den File-Manager die Daten von der Micro-SD-Karte anzuschauen. Da wollen wir mal schauen, ob wir was finden. Ich habe jetzt hier oben die Möglichkeit auszuwählen. Und ihr seht es auch hier steht, External SD-Karte. Und wie das meistens so ist, habe ich hier unter DCIM die Möglichkeit, die verschiedenen Sachen mir in dem Fall anzuschauen. Ich kann es natürlich jetzt hier nicht sehen, das sind nur Bearbeitungssachen in dem File Manager, aber es gibt noch eine kleine Möglichkeit. Ich kann nämlich, wenn ich zurückgehe, Moment, hier über die Galerie direkt
schauen auf meine SD-Karte. Ihr seht das schon hier, die Media-Anzeige. Wenn ich da drauf klicke, seht ihr hier, dass ich 4 Videos habe. Das sind die 4 Videos, die ich heute beim Flug gemacht habe. Und ich kann diese hier entsprechend auch gleich anschauen und mir gucken, im Grunde genommen, ob die Bilder für mich okay sind. Ihr seht schon, das ist ein 4K-Auflösung, die ich hier gewählt habe. Die wird hier gut abgespielt. Was ihr jetzt natürlich hier nicht sehen könnt, da es draußen recht hell war, habe ich hier einen ND8-Filter genutzt. Wie das mit den ND-Filtern funktioniert und was es da für Möglichkeiten gibt, habe ich ja ein separates Video. Stelle ich auch unten einen Link rein, wenn ihr gerne möchtet. Und ihr seht schon hier, ich habe hier die Kamera in dem sogenannten, über die sogenannte Pan-Control einfach gedreht und ihr seht doch ein unbearbeitetes Bild direkt von der Karte. Ja, ich kann das dann ja entsprechend auch vorspulen. Da war ich gerade mal, wenn es interessiert. So sehe ich aus, wenn ich fliege. So, hier seht ihr in der Luft übrigens noch meinen Q500 und der Kollege ist mit einem anderen Typhoon H unterwegs, der steht dann zur linken Seite und ihr seht jetzt hier, was übrigens gerade der Journey Mode war, der Copter fliegt automatisch her. Ja, das war es eigentlich schon, ich wollte euch nur eben zeigen, wie das mit der SD-Karte funktioniert. Genauso kann ich mir natürlich hier auch entsprechend die Bilder anzeigen, das hätten wir dann so, dass die Bilder auch ebenfalls so anzuschauen sind und durchs draufklicken kann ich dann auch hier mit Wischen auch ganz normal weiterfahren. Ja, ihr seht schon hier nochmal die Pad-Anzeige. Ich hatte euch ja gerade erklärt, wie man über den File-Manager oder über die Galerie direkt seine Videos anschauen kann oder seine Bilder beurteilen. Das geht ja recht einfach, nachdem man die Micro-SD-Karte hier unten eingeführt hat. Dann hat man sofort Zugriff drauf. Worauf allerdings geachtet werden muss, und das hatte ich bis jetzt noch nicht erwähnt, ist das Format. Wenn ihr eine Micro-SD-Karte über das Tablet anschauen wollt, müsst ihr das FAT oder FAT32-Format auswählen am Computer. Oder mir ist zum Beispiel passiert, dass ich zu Hause am PC das Format EXFAT ausgewählt habe. Das konnte zwar auf der Kamera genutzt werden, ich konnte auch auf der Kamera Bilder und Videos speichern, habe aber nicht die Möglichkeit gehabt, die dann hier auch abzurufen. Wer natürlich keinen Laptop mitnehmen möchte oder vielleicht keinen Laptop zu Hause hat, der hat, für den ist das natürlich praktisch, der kann direkt über die ST16 seine Bilder oder Videos entsprechend anschauen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das Abrufen der Daten von der Micro-SD-Karte aus der Sigio 3 ganz gut zeigen. Das ist eine feine Sache, so kann ich mal eben schnell umstecken, kann die mir anschauen und bin schon ja, so weit, um die vielleicht dann direkt ins Internet hochzuladen, über die interne WLAN-Verbindung, wer das will. Oder wer das dann natürlich möchte, kann die auch dann darauf löschen oder bearbeiten. Hier gibt es nämlich ein sogenanntes Videostudio. Gut. Ich denke aber, das war es. Ja, ich glaube, das war es jetzt schon wieder. Ich habe euch ja gezeigt, wie das alles funktioniert mit der Micro-SD-Karte. Ich glaube, hier kommt jetzt ein Zeichen. Das müsste ein Facebook-Symbol sein. Klickt ruhig mal drauf. Da geht es auf meine Seite. Das ist die Facebook-Seite unique.fans. Da gibt es immer wieder Videos oder neue Bilder oder was Interessantes. Vielleicht der eine oder andere Informationsfetzen. Schaut mal vorbei, ich würde mich freuen. Ich sage bis dahin schon mal Tschüss, Goodbye und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Fliegen. Tschüss!